Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel zum ersten SCB Verse Report 2016. Von uns allen, dem ganzen Crash Academy Team, ein schönes, frohes neues Jahr, ein gesundes soll es werden und mit viel, viel Inhalten für Star Citizen. Ja, in der ersten Folge sind wir leider in einer etwas anderen Besetzung als sonst, denn Cecilia ist krank. Sie lässt euch ganz herzlich grüßen, aber momentan hat sie die Grippe erwischt und deshalb habe ich Weezen heute dabei. Eigentlich wollte ich mir eine kleine Perücke aufsetzen, ja, aber dann dachte ich so, Sawyer jetzt hier mit seiner Lockenpracht Konkurrenz zu machen, steht mir eigentlich nicht zu. Ich bin ja nur die Aushilfsmoderationspartnerschaft hier heute und werde versuchen, mein Bestes zu geben. Bitte seht's mir nach, falls ich in allen Fakten nicht so schnell bin wie Cecilia oder Sawyer. Ja, na klar. Also wie gesagt, zwei langhaarige Männer wollten wir nicht auf dem Channel haben. Wir gehen dafür lieber direkt mal ins Hot Topic rein. Hot Topic auf jeden Fall war Letters of the Chairman zu Weihnachten. Da hat Chris Roberts etwas Neues bekannt gegeben. Es ist geplant, Releases in Zukunft in einem Monatspatch zu starten. Das heißt, nicht viele kleine Patches, sondern einen Termin. Ob der fest sein wird, wissen wir nicht. Oder ein Datum, dann kommt der Patch mit den wichtigsten Änderungen, die im Patch drin sind. Genau. Das heißt, wir haben also jetzt einen wirklichen Monatspatch. Einmal im Monat kommt das Ding raus und alles, was bis dahin fertig ist, kommt in den Patch rein. Und alles, was noch nicht fertig ist, kommt dann halt einen Monat später. Damit wollen sie uns einen kontinuierlichen Update-Flow sozusagen gewährleisten. Und da soll es dann so weit weitergehen, dass wir jetzt uns freuen. Denn als erstes steht nämlich der 2.1er auf dem Plan. Wir sind jetzt noch im 2.0er, schon etwas länger. Und es sind schon wieder einige PTU-Patches, Patches 2.1 gestartet worden. Als nächstes 2.1 live. Genau, das ist ein großes Ding und da kommen wir auch später nochmal zu, denn da soll es einige Überraschungsinhalte geben in dem neuen Release von 2.1. Wurde schon viel spekuliert auch darüber. Es gibt Gerüchte in den Foren, überall wird darüber gesprochen, ob vielleicht über den PTU-Patch 2.1 weiterer Content, wie Schiffe es in den Patch schaffen, wir plötzlich erleben. Darf ich spekulieren? Ja, bitte. Es könnte die Vanguard Flight Ready werden. Es könnte die Starfarer im Hangar stehen. Jetzt bin ich hier, ich breche so ein bisschen die Regeln. Ich spekuliere schon wieder, aber es wird gemunkelt. Es wird sich um Schiffe drehen, die fertig werden. Genau, und das erfahrt ihr nämlich gleich jetzt bei unseren Weekly Updates, was wir da für Hinweise drauf haben. Und ja, aber als erstes wollen wir euch noch ein bisschen erzählen, was bei uns so auf dem Crash Academy Channel passiert ist. Da ist nämlich auch einiges geschehen. Wir haben das Jahr gestartet mit einer ganz neuen Update-Folge zu Was ist Star Citizen? Hm? Ein neues Update, das alte Update war nicht mehr ganz neu. Ja, sehr schön, ne? Und wir haben festgestellt, es hat sich viel verändert, seit wir das letzte Mal es gedreht haben. Und jetzt kriegt ihr hier nochmal wirklich für Einsteiger eine gute Einführung in Star Citizen. Genau. Dem Was ist Star Citizen 2.0. So ist es. Teilt es, also gebt es euren Freunden, den Leuten, die interessiert seid, die auch vielleicht heiß machen wollt auf das Spiel, da fahrt ihr auf jeden Fall alles auf einen Punkt. Und dann ging es bei uns weiter mit zwei Schiffen, die wir vorgestellt haben. Und das erste, was wir vorgestellt haben, war die Vanguard Warden, die im Hangar präsentiert wurde. Der Fighter-Zerstörer oder der schwere Fighter, wir haben uns das Ding mal genauer angeschaut. Von innen, von außen und über die Waffen spekuliert. Genau, also schönes Let's Play, laufen wir einmal drumherum. Für alle, die mehr Interesse an der Warden haben, guckt da mal rein. Und gleiches haben wir auch gemacht mit der Saber. Das ist ja sozusagen der Stealth-Jäger, der neue, der erst mit der CitizenCon 2015 zu uns gekommen ist. Und da haben wir uns auch nochmal drumherum gelaufen und du hast auch so ein kleines Fazit für dich gezogen, ne? Ich habe ein Fazit gezogen, mag einige ärgern vielleicht, deswegen schaut es euch mal an und überlegt, ob dieser Stealth-Jäger der mittelschwere, leichte Jäger, der mittelschwere, leichte Jäger, ob der was für euch ist oder ob ihr meine Skepsis teilt. Ja, genau, also da guckt mal rein. Ja, und dann haben wir noch was ganz, ganz Besonderes für euch gemacht und zwar ein großes Let's Play. Da kann man nur sagen, es waren 7 Spieler gleichzeitig in der Instanz und nicht nur das, sondern wir haben 7 verschiedene Kameraperspektiven dazu gepackt und wir haben den lieben Weezen von der Kovalec Station gerettet. Ich wurde mal wieder genötigt, FPS zu machen, ja, und muss sagen, ich war sehr, sehr erstaunt über Stabilität des aktuellen PTU-Patches. Ja, die Stabilität war aber eindruckend und es war eine kleine Premiere für uns im Crashcore. Ja, absolut. Viele Leute von uns dabei. Schaut unbedingt mal rein. Es sind auf jeden Fall Argus und Vestem und die ganzen Kandidaten, die man auch so schon kennt, schon mit dabei und wir haben eine ganze Menge Spaß in der spannenden Episode. Schaut da unbedingt mal rein. Und jetzt gehen wir mal weiter zu Around the Verse. Und Around the Verse ist ja der, gibt es 2 Folgen und zwar die letzte war im 2015 und dann gibt es die neue von 2016. 2015 gibt es auch schon was Spannendes, ne? Da wurde gesagt, dass gerade sehr, sehr viel an dem Schadensmodell von der Vanguard gearbeitet wird.
Achtung, erster Hinweis, sie kann bald Flight Ready werden. Das ist auf jeden Fall eine große Neuigkeit. Außerdem wurde erzählt, dass sie Reliant fertiggestellt ist. Hint, hint. Ja, und auch auf ihren Auftritt dann im Hangar bzw. Persistent Universe wartet. Also von daher, das ist auch schon mal ein guter Hinweis gewesen. Und weil zur nächsten Episode, die jetzt letzte Woche kam, kann man nur sagen, großteilig wird erzählt, sie haben mit To-Do-Listen zu tun. Viele To-Do-Listen, die Planung, was wird im Fokus stehen für das Jahr 2016. Schwerpunkt dabei, ganz klar, Squadron 42 soll dieses Jahr kommen. Genauere Dates können wir jetzt dazu nicht sagen. Und darüber hinaus wird natürlich das Mini-PU oder das PU wirklich persistent werden. Genau. Das ist nochmal ein schwerer Fokus, der ausgearbeitet werden soll, der im Laufe des Jahres 2016 ein Schwerpunkt für CIG werden wird. Ganz genau. Und außerdem haben sie in dieser Episode verraten, dass es eben Überraschungsinhalte geben wird für 2.1. Das heißt also Dinge, die im jetzigen PTU-Patch, der aktuell da ist, PTU 2.1, nicht vorhanden sind, sondern die dann mit dem Live-Patch zu uns kommen. Und da gehen natürlich dann die Spekulationen los und da gehen wir uns gleich auf jeden Fall auch nochmal rein dazu. Wir kommen jetzt aber vorher nochmal zu 10 for the Chairman. Da gab es nämlich auch ein paar spannende Infos. Ich fange mal mit der ersten an und zwar ging es da um den Landevorgang auf Planeten. Und da geht es eben darum, dass man sagt, da gab es viele Fragen zu und dann sagt man, es wird zwei verschiedene Modi im Endeffekt geben, also zwei verschiedene Arten von Planeten, die unterschiedlich in der Landung generiert werden. Es wird so sein, dass bei bevölkerungsreichen Planeten, die jetzt einen hohen Stellenwert haben, ja, die Erde kann man sich vorstellen, A-Corp. Oder A-Corp kann man sich vorstellen, da wird es feste Einflugtunnel geben oder projizierte Tunnel, mit denen man dann die Landezone erreicht. Da sind die Wege vorgegeben. Wenn ich die Route verlassen will, dann würde der Autopilot mich wieder zur Route zurückführen. Das dient jetzt der Immersion. Ja, wir kennen alle die Noobs, die irgendwie mit Cruise Speed halt in die Raumstation brettern, alle Schiffe mitnehmen um sich herum. Das will Chris Roberts gerne verhindern, weil er meint, darunter leidet die Spielrealität. Mhm. Wenn man die ganze Zeit nur Wracks um sich herum sieht und halt so ein Bürgerkriegsszenario mit brennenden Leuten, das will er nicht. Anders wird es aber sein bei Planeten, wo wir ohne Bevölkerung, Planeten, die wir ohne Bevölkerung finden oder schwach bevölkerte Planeten, da wird es dann vielleicht verankerte Landepunkte geben und drumherum frei erreichbare Zonen. Genau. Besten Beispiele sind wie gesagt A-Corp und Nyx im Vergleich zum Beispiel. A-Corp eben mit seiner dichten, großen Bevölkerungsdichte. Ihr wollt da auch nicht, wenn ihr schon Zugang zum Million Mile High Club habt, dass da dauernd einer in die Scheibe rauscht. Das heißt, da müsst ihr euch auf den Autopiloten verlassen. Aber bei Nyx zum Beispiel ist es möglich, dass ihr da überall landen könnt, auf dem gesamten Planeten. Und das wird schon eine große Sache. Weiter ging's, ja? Doch? Das ist dann das Procedural Ending, ne? Genau, genau. Das ist das prozedurale Generieren der jeweiligen Planetenoberfläche. Und da wird es dann wirklich spannend für alle. Weiter ging es dann mit der Betankung. Und zwar war die Frage, ob die Starfarer mit dem Release der Starfarer auch das Tanken dann ins Spiel kommt, also als echte Mechanik. Ja, und da haben sie dazu gesagt, mit dem Flight-Ready-Status der Starfarer wollen sie es einbauen. Es ist momentan noch im Designprozess, aber sie haben es fest vor, ins Spiel einzubauen. Und dann gab es noch einen kleinen, ja, würde man sagen, da hat er sich ein bisschen verraten vielleicht, der Chris Roberts, ne? Da war es dann schon wieder so, dass ja demnächst bald, / vielleicht morgen, ja, ich gehe ein bisschen weit jetzt, sie ja schon Hangar-Ready sein könnte. Genau, ausgesagt hat er nämlich bei 10 for the Chairman, die Starfarer soll im Januar Hangar-Ready werden. Wie gesagt, noch nicht Flight-Ready mit der Betankung, aber zumindest Hangar-Ready. Jetzt kombinieren wir das mit dem Monatspatch. Wenn er das jetzt schon einführt, würde das ja zwangsläufig bedeuten, dass diesen Monat zum Patch-Release von 2.1 eventuell das Schiff Flight-Ready wird. Ja. Hangar-Ready. Hangar-Ready, ja, Vorsicht. Das wäre dann das größte Schiff, was wir jemals gesehen haben im Hangar. Und da sind wir natürlich wahnsinnig gespannt, ob das wirklich jetzt kommt, ob sie das für den Januar schaffen. Und Schluss und letztendlich gibt es auch zum Persistent-Teil, also insbesondere dem Shopping, noch ein Update. Und da geht es im Endeffekt um die Frage, wird es möglich sein, dass wir im Mini-PU, also bei Crusader, jetzt auch schon RECs oder UECs verdienen können und einbringen können? Und da kann er eigentlich nur sagen, ja, und es hat absolute Priorität, dass sie das einfügen. Das ist der Sinn eines Persistent Universe, dass wir Geld verdienen, Missionen gelockt bekommen und dafür Sachen kaufen können in den Stores,
im Spiel. Genau, und du persönlich würdest dich ganz besonders freuen, wenn sie den REC-Stand, den man beim Arena Commander erwirtschaftet hat, dann aufs Persistent Universe überträgt, also beziehungsweise erstmal auf das Mini-PU, auf die Alpha, weil da würdest du richtig zur Shopping Queen werden. Ja, oder? Das Zeug hat sich auf dem Account gesammelt. Ja, ich werde da auf jeden Fall mich blöde kaufen. Vielleicht machen wir so eine Folge drum, wo ich irgendwie 50 Minuten Zeit habe, um 350.000 Racks auszugeben. Shopping Queen, das wäre doch geil. Und Dozer, die muss die Tüten tragen. Ja, das finde ich super. Schreibt mal bitte da in die Kommentare, ob ihr das cool findet. Tolle Idee. Nicht toll. Ja, also in jedem Fall, um zur Ernsthaftigkeit zurückzukommen. Entschuldigung, ja. Oder Cecilia macht es und ich ziehe nur die Kreditkarte durch. Ja, das ist auch noch besser, genau. Cecilia mit deinem Account und rein geht's. Und auch, naja, das wird großartig. Also da wäre ich gerne dabei. Auf jeden Fall ist es für die Persistence eben angedacht, dass es sehr schnell implementiert werden soll. Anfang 2016, haben sie gesagt, soll dieses Shopping-System dann schon da sein. Gut, und damit gehen wir dann von 10 for the Chairman weiter zu Reverse the Verse und da haben sich dann auch nochmal die Hinweise verdichtet für 2.1, denn da wurde als erstes schon mal von der Reliant gesprochen wieder, ne? Da werden jetzt die Texturen modelliert. Das würde auch bedeuten, dass wir da vom Schadensmodell und allen anderen Dingen schon sehr weit sind, zumindest das Modell fertig sein müsste. Ja. Wieder ein Hinweis, dass die jetzt bald kommen könnte. So ist es, ganz genau. Und einen kleinen Wermutstropfen finden wir leider für die Leute, die große Fans von der Drake Herald sind. Denn die Herald wurde gerade gestoppt, die Produktion, die Weiterentwicklung. Da wurden gerade andere Ressourcen darauf verwendet, dass eben andere Dinge fertig werden. Sie werden versuchen, es so schnell wie möglich wieder aufzunehmen, die Produktion, aber momentan ist die Herald leider, wird sie nicht weiterentwickelt. Ein weiteres Thema, was vielleicht einige nicht so schön finden werden, die Freelancer als auch die Conny in der aktuellen neuen Version, die Standardversion, auch die ist noch nicht ganz fertig, auch die wird nochmal weiter überarbeitet. Genau, Vorsicht, nicht missverstehen, die Conny ist fertig, ja, die Freelancer ist es noch nicht. Die Freelancer ist noch nicht fertig. Die Conny ist im Gegensatz dazu ausentwickelt, aber die Freelancer ist es noch nicht. Ups, da war ein Fehler, hatet mich dafür, ja. Dafür bin ich ja da, ist ja kein Problem. Ich bin ja noch ein Ausbildung. Genau, so ist es. Nein, also wie gesagt, die Freelancer ist noch nicht fertig ausentwickelt. Da wird es immer noch weiter Updates geben, da wird es immer noch Veränderungen geben. Wie groß, wie weit, wie viel, wissen wir jetzt natürlich noch nicht. Aber für die Leute, die sich auf jeden Fall für die Freelancer interessieren, bleibt gespannt, guckt weiter rein, denn es könnte sein, dass mit jedem Patch das Schiff sich ein bisschen verändert. Genau. Ja, ansonsten hatten wir auf der Seite noch ein Interview mit Markus Zierhofer, unserem Komponisten, drauf. Der hat ja unsere Rollensongs oder Charaktersongs gemacht, unser Main-Theme gemacht, ein sehr, sehr talentierter Musiker. Wir sind sehr dankbar über seine ganzen Arbeiten. Und lest euch doch mal den Artikel durch und kommentiert ihm, sagt ihm Dankeschön. Ja. Wir waren wirklich sehr begeistert von seiner Arbeit und das ist auch ein sehr, sehr schönes Interview geworden. Absolut, ja. Unser Chefredakteur Westem hat es mit ihm geführt und jetzt auf der SCB-Seite veröffentlicht. Also schaut mal rein. Es würde uns ganz, ganz freuen, wenn ihr dem Markus ein paar nette Worte dalassen würdet. Gut, dann kommen wir am Ende nochmal zu Interaction. Und da ist natürlich die ganz große Frage, die wir uns auch stellen und wo wir unbedingt eure Meinung zu haben wollen. Denn da geht es jetzt um den Live-Release vom 2.1-Patch. Unsere Frage an der Stelle, was glaubt ihr, was kommt da rein? Wird es die Vanguard, die Flight-Ready wird? Wird es die Reliant Hunger-Ready oder die Starfarer Hunger-Ready? Genau, die Starfarer, das wäre natürlich ein Riesending. Könnten aber auch solche Dinge sein wie das erste Persistence-Update oder die Sachen mit den Klamotten, dass zum Beispiel die Rüstungen gewechselt werden können. Mein Tipp. Ja, wir setzen das ein bei Google+, also geht mal rauf und lasst uns wissen, was ihr daran spannend findet. Wir werden das dann nächste Woche auswerten und nächste Woche drücken wir mal alle die Daumen, ist auch die Cecilia wieder dabei. Gute Besserung an der Stelle, ne? Auf jeden Fall, gute Besserung, meine Liebe, und dann geht's von da aus weiter. Und ich würde sagen, wir sind durch mit dem SCB-Verse Report. Schön, dass du mal dabei warst. Ja, ihr habt wahrscheinlich gemerkt, ich hatte so ein bisschen Muffensausen. Bitte nicht böse sein, aber vielleicht mache ich das demnächst nochmal, um ein bisschen Übung zu kriegen. So ist es, na klar. Und ansonsten abonniert uns, kommentiert uns, das hilft uns wahnsinnig weiter, euer Feedback zu kriegen. Schenkt uns ein paar Likes oder Dislikes, sagt, was wir verbessern und verändern können. Und in diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden sich diesmal Weezen und Sawyer vom SCB Verse Report mit einem gemeinsamen See you on the flight deck.